Marina Nick, herzlich willkommen in Garmisch-Partenkirchen. Hast du das WM-Flair schon ein bisschen aufsaugen können? Ja, ich habe schon daheim gespürt, dass die WM ist. Zicke zum Fernsehen schauen. Mal. Finde ich, habe noch ein schönes WM-Zentrum gemacht. Der Flair passt. Also konntest du dich schon ein bisschen umschauen? Ja, wir sind gestern im Deutschen Haus gesehen. Nein, wir haben wir nachgegessen und ja, mal haben sie schön gemacht. Du warst ja die letzte Zeit ein bisschen krank, hattest eine Magenverstimmung. Wie geht's dir aktuell? Gut, spüre nichts mehr von dem. Bin so schon ein bisschen verkühlt. Aber sonst, nein. Zum Glück kein Fieber gehabt und darum habe ich schnell verdaut. Es steht ja der Slalom vor der Tür. Dein Rennen, mit welcher Erwartung gehst du an den Start? Ja, mit der gleichen Erwartung wie jede andere auch. Man möchte natürlich gerade der WM zeigen, was man kann. Es schauen mehr Leute auf uns. Ja, aber generell hast du eigentlich den gleichen Plan zum Abliefern und den kommt so gut. Jetzt bist du ja eine Läuferin mit viel Erfahrung, schon einige große Events, Großanlässe hinter dir. Bist du nervöser vor einem WM-Start? Es ist sehr unterschiedlich und bei mir ist schon schwer zu sagen, bin ich jetzt nervös, fahre ich schlecht, bin ich nicht nervös, fahre ich gut. Das stimmt überhaupt nicht, ich habe noch kein Schema gefunden. Aber oft ist es mir so, dass ich nervöser bin bis zum Start. Und wenn ich mal am Start stand und ich meinen Plan vor Augen habe, dann setze ich es als Moment, spüre ich jetzt sowieso noch nicht. Wie war das Training die letzten Tage? Wie fühlst du dich? Wir hatten schwere Verhältnisse da gehabt zum Trainieren, weil wir sind auf der Abfahrtspiste von der Herren, im Trögelhang, wo es ziemlich abwärts geht und eisig ist. Ja, es ist aber gut gewesen, um nochmal ein paar Tore zu fahren in dieser Umgebung. Und morgen würden wir uns sowieso wieder auf etwas anderes einstellen. Ja, da sagen wir dann eh, wenn wir besichtigen erst, wie es sein wird. Jetzt ist aber der Gudiberg ebenfalls ein steiles Gelände. Kommen dir diese Verhältnisse entgegen? Mal generell sage ich schon, dass ich, wenn ich es auswählen könnte, lieber hängen fahre, wo es abwärts geht. Ja. Ich finde der Gudiberg einen schönen Slalomhang. Es ist schon fürs Publikum, finde ich super, weil man sieht fast jedes Tor, wenn man zuschaut. Finde ich eigentlich schon ein Bewerb, wo man könnte generell in welcher Bichine. Auf dem wievielten Platz landet morgen die Marina Nick? Auf dem, wo ich den verdient habe, je nachdem, wie ich fahre. Such dir einen aus? Nein, mache ich jetzt nicht. Das lasse ich morgen Zeit entscheiden. Alles klar, viel Glück. Danke.